Nun ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaft Simulator 22. Ich begrüße dich, schön, dass du heute wieder mit am Start bist. Schaut mal, die Schafe hier. Sehen die nicht süß aus? Richtig. Sehr, sehr lebensecht, oder? Auch wie die sich bewegen. Wirklich cool. Ja, Leute, aber heute geht es nicht um Schafe. Heute geht es um Kühe. Leute, wir wollen heute unseren Kuhstall aufbauen. Und bis wir soweit sind, müssen wir noch ein bisschen Geld verdienen. Ja, wir haben ja in der letzten Folge die ersten Monate übersprungen. Jetzt ist ganz normale Arbeit angesagt. Jetzt werden wieder die Paletten mit Wolle hier versorgt. Dazu steige ich in meinen Lader ein und schiebe mal ein bisschen oder sehe mal zu, dass die Spinnereien etwas schlucken. Ja, nee, die sind immer noch voll. Okay. Hier können wir nicht so viel machen. Ich werde die anderen Schafe noch füttern, oder? Macht das Sinn? Jo, schnapp mir einfach hier zwei Ballen. Fahr die mal zum anderen Schafstall hin. Ja, verliere ich natürlich einen, ist ja klar. Jo, und fütter hier die Schafe ein bisschen. Die produzieren dann zwar Wolle, aber ja, wir müssen die Wolle irgendwie losbekommen. Und ich würde sagen, Leute, lasst uns mal schnell hier in die Produktionsketten reingehen. Dort werden wir ein bisschen Stoff verkaufen, weil das ist ja, schaut mal hier, der Stoff ist einfach voll. Wir werden jetzt direkt verkaufen, ja. Ich hoffe, da hat es jetzt nicht alles abgelegt. Doch, klar. Das war ja klar. Gut, okay. So schnell kannst du gar nicht umschalten. Gut, wir haben hier vier Pakete Wolle, aber die lassen wir einfach stehen, denn wenn die voll sind, dann können die ja nicht mehr weiter abgestellt werden und dann werden sie verkauft. Gehen wir mal schnell hier rein, direkt verkaufen, verteilen. Ja, hier sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Schauen wir mal in die... Ja, okay, hier ist voll, ja. Hier ist komplett voll mit Stoff, also hier geht gar nichts mehr. Gut, Wolle haben wir auf alle Fälle voll. Ja, da passt nichts mehr rein. Schaut mal hier, ja, da schluckt nichts mehr. Spinnereien sind voll. Keine Ahnung, soll ich noch eine dritte Spinnerei vielleicht aufbauen hier? Muss ich mir noch überlegen. Jetzt werde ich noch schnell die Gewächshäuser gießen. Ist auch noch nichts reif. Es muss noch alles wachsen. Das dauert noch ein bisschen. Schaut mal hier, der Mais. Ja, der kommt langsam. Hier passt auch nichts rein in die Zuckerfabrik. Das heißt, einfach jetzt die Gewächshäuser schnell gießen. Dann überspringen wir noch mal ein paar Monate. Und dann denke ich, haben wir genug Geld zusammen für den Kuhstall. Dann suchen wir uns einen Platz aus. Ein schönes Plätzchen, wo, ich denke mal, zwei Kuhställe natürlich hinkommen. Wir wollen ja ein bisschen auf Masse machen. Und ja, das werden wir gleich tun, sobald wir die Gewächshäuser gegossen haben. Es geht ziemlich flott. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir ein bisschen Zeit überspringen. Soweit zumindest, bis die ganzen Felder gewachsen sind und wir wieder loslegen können mit der Arbeit. Ich gieße noch schnell und dann geht's weiter. So, während der Wassertank auffüllt. Der hat schon gemäht hier, sehr gut. Darf gleich hier weitermachen. Ja, Gras machen wir immer nebenher. Wenn wir jetzt Kühe haben, brauchen wir natürlich noch mehr Gras. Von dem her nehmen wir das immer gerne mit. Weiter geht's hier. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg zu unserem Hof. Und dort suchen wir ein schönes Plätzchen aus für den Kuhstall. Ja, fahren wir hier schön durch unsere Allee durch. Wir haben den Monat April, das ist der Wachstumsmonat. Und das sieht man auch, alles steht im Saft. Die ganzen Bäume, ein sattes Grün. So, Leute, jetzt müssen wir überlegen. Natürlich ist hier unser Hof und hier sollten wir wohl auch den Kuhstall irgendwo hinbauen. Vielleicht an den See ran. Steig gerade mal hier aus und jetzt gehen wir mal ins Menü rein und schauen einfach mal, wie groß der ist oder was für eins da überhaupt oder welche Auswahl wir überhaupt haben an Kuhstellen. Schauen wir mal hier rein. Tiere,
Kühe, okay, was haben wir hier? Boah. Der springt mir doch gleich ins Auge hier. 80 Kühe passen da rein. Das ist ja krass. 45. 200 Kühe. Oh, schaut euch mal das Ding an. Wie riesig das ist. Das ist ja Wahnsinn. 200 Kühe. 400.000 kostet es nur. Das ist eine Mod, die habe ich mir runtergeladen. Kühe. Der wäre mit. Aber der ist halt teuer. Ja, Leute. Ja, wir müssen die Großen nehmen, das ist ja klar. Massenproduktion hier, jo, Wahnsinn. Das Ding ist einfach riesig. Wir brauchen jetzt gut Platz drumherum. Ich baue den jetzt hier hin, okay? Let's go. Zack. Oi. Der Kuhstall steht. Jo, das ist ja Wahnsinn. Schaut euch mal das Ding an hier. Halt, hier ist er. Okay, jo, ist das Ding riesig. Ach, du Schande. Oh, hier hinten kann man was abladen. Schauen wir uns mal das Ding an hier. Hier kommen wohl Kälber rein. Ja, Kälberboxen. Jo, ist das Ding riesig. Kann man das aufmachen? Boah, Alter. Ah, das ist schon Massenproduktion. Ist eigentlich gar nicht meins, ja. Jo, das ist der Wahnsinn. Ist eigentlich nicht meins, aber im Spiel, naja. Was ist hier? Mit was kann ich hier reinfahren? Tor öffnen. Oha, ich kann hier mit dem Traktor reinfahren und füttern. Kann es sein? Ach, und da können die sonst durchlaufen. Okay, klar. Ja, ja. Jo, das Ding ist einfach nur absolut OP. Wirklich krass. Gut, was kann man hier machen? Man kann hier irgendwas einlagern. Man kann hier Tiermenü öffnen. Ja. Man kann hier hinten habe ich was gesehen. Ah nein, das war drin. Hinten kann man nichts machen. Und hier können wir. Was ist das hier? Keine Ahnung. Vielleicht auch was abladen. Ich weiß es doch nicht. Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Puh, das ist wirklich krass. Ach, das Ding ist ja riesig. Junge, ja. Ich bin total überwältigt. Total begeistert von diesem Teil. Wisst ihr was? Ich kaufe jetzt mal eine Kuh, okay? Gehen wir einfach ins Tiermenü mal rein. Schaut mal, was gibt's hier? Brown Swiss. Ah, das sind die Kühe, wenn wir beim Wandern sind. Die sind wirklich sehr robust, auch für die Berge. Können sich fortpflanzen. Okay. Was haben wir sonst noch? Brown Swiss. Okay, also diese Schweizer. Dann haben wir Holsteiner. Holsteiner sind, glaube ich, sehr gute Milchkühe. Angus-Rinder. Boah. Aber das hier wird für Profit gezüchtet. Ja krass, ich kann hier für Fleisch auch züchten. Hey, da muss ich mir unbedingt eine Mod runterladen, dass wir eine Metzgerei noch aufbauen. Ja. Ich würde jetzt wirklich sagen, wie alt ist diese Kuh hier? 12 Monate. Okay. Bringt die schon Milch? Kaufen wir mal eine. Oder kaufen wir gleich so eine ausgewachsene? Ja, gleich eine ausgewachsene, oder? Kaufen wir einfach mal eine, oder? Genau, dann ein Holsteiner. Okay, jetzt haben wir 2 Kühe. Ich möchte ja nur wissen, was die so fressen. Also hier steht, dass Kühe mögen Gras und Heu und TML, was immer daraus auch ist. Sie benötigen Wasser. Ah, ist das vielleicht der Wassertank? Ah, okay, schauen wir mal, wo sind die Kühe? Hallo? Das Ding ist so riesig. Ach, hier ist sie, schaut mal. Jo, das sieht ja cool aus. Hallo, Kuh. Ach, die ist ja nett süß. Und die andere ist hier. Ja, lassen wir mal den Durchgang hier auf. Ich bin gespannt, wo wir hier füttern oder wo wir das überhaupt machen.
Na gut, hier wirst du wohl noch nichts zu essen finden. Jo, das ist natürlich ein Kuhstall für Massenproduktion. Wir bauen aber den zweiten dann mit Auslauf hin, okay? Machen wir das, weil ich finde das ein bisschen, naja, fragwürdig. Ich mag nicht so gerne Kühe, die das ganze Jahr im Stall drin sind. Ich wohne hier im Allgäu und wir haben hier unsere Kühe zum größten Teil oder zum großen Teil noch auf der Weide, vor allem wo ich meine Milch hole. Das sind die Kühe im Sommer draußen. Mir gefällt der Stall nicht. Leute, mir gefällt der Stall nicht. Klar, da passen 200 Kühe rein, aber ich stehe da gar nicht drauf. Auch wenn es nur ein Game ist, hätte ich gerne ein bisschen. Ja, Kühe brauchen Auslauf. Ich gehe ins Baum, ich reiße das Ding ab. So, die Tiere sind verkauft und jetzt kommt der Stall weg. Ich stehe da gar nicht drauf. Auch in dem Spiel nicht auf Massentierhaltung, wirklich nicht. Tiere brauchen Auslauf und sollen artgerecht gezogen werden. Ich hoffe, ihr versteht das. Das ist nicht meins. Okay, jetzt haben wir wirklich genug Verlust gemacht. Was ist denn hier? Wieso ist denn hier ein Loch entstanden? Okay, gut. Dann schauen wir mal nach einem Kuhstall mit Auslauf. Das wäre hier zum Beispiel dieser. Umfasst 80 Kühe. Der hier 45 und ist auf alle Fälle viel günstiger. Der eine ist schon sehr, sehr teuer mit 700.000. Aber ich denke, den können wir doch uns leisten, oder? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wisst ihr was? Den werden wir uns kaufen und wir platzieren den schön in Richtung See hin. Da haben die Kühe noch einen schönen Ausblick. Ich denke, das gefällt denen auf alle Fälle hier. Zack, so einmal gebaut. Und sollen wir es gleich nochmal machen hier? Zwei gebaut. So, das gefällt mir schon viel, viel besser hier. Ja, das ist keine Massentierhaltung und schaut mal, oh, die sind auch wirklich sehr schön designt, oder? Aber schaut mal hier, ah, das ist ja cool, hier gibt es das mit dem Milchtank. Ja, das ist ja wirklich cool. Ah, hier kann man wahrscheinlich die Milch abholen lassen. So, und dann gehen wir mal in den Stall hinein. Okay, hier geht's schon mal nicht. Hier können wir reinfahren. Schaut mal. Das sieht doch sehr, sehr gut aus hier. Wenn die Tiere auch auf die Weide gehen. Das gefällt mir, das passt. Was kann man hier? Hier kann ich hier Wasser anliefern. Probiere ich gleich mal aus. Jo, das sieht viel, viel besser aus. Der Stall gefällt mir. Kaufe ich mir gleich mal zwei Tiere rein. Und zwar wieder ein Holzstein. Und so eine Brown Swiss. Vielleicht machen wir in den anderen Zuchttiere, also für Fleisch, das weiß ich noch nicht. Jetzt versuche ich mal hier Wasser aufzufüllen. Mal sehen, ob das geht. So, fahren wir mal hier hin. Ich hoffe, nein, kann man nicht, hä? Das ist schon ein bisschen seltsam. Ich habe noch nicht rausgefunden, wo ich Wasser abladen kann. Es könnte ja auch sein, dass ich das mit einem Wasserfass machen muss. Werden wir dann gleich sehen. Ich fülle jetzt noch die Gewächshäuser auf. Und dann geht es hier weiter. Okay, wir brauchen Gras und Heu. Dazu müssen wir uns nochmal ein Kreisler oder so, wie das Ding heißt, kaufen, damit wir das Gras, das Gemähte, umdrehen können. Wender, genau. Jupp, das ist es. 17 Meter breit. Würde ich sagen, kaufen wir den, oder? Probier's jetzt einfach mal aus, ja. Dann müssen wir das geschnittene Gras ein, zwei Monate liegen lassen auf dem Feld, meine ich mal.
Okay, ich habe mir jetzt mal den Wender hier geschnappt und bin einfach aufs Feld gefahren. Mal sehen, wie weit klappt sich das Ding aus. Okay, das ist doch eine ganz stattliche Arbeitsbreite hier. Fangen wir mal an. Drehen wir das Gras mal um. Schaut mal, ein neues Gerät. Ist immer spannend anzusehen. Joha. Schaut mal. Jo, das wird aber gut umgedreht. Das sieht ja cool aus. Ja, richtig nice. Ach, das ist ja wirklich krass. Cool. Schaut mal, wie das aussieht. Das sieht ja richtig, richtig cool aus. Das habe ich noch gar nicht so gesehen. Wow. Bin beeindruckt. Die letzte Bahn wird hier gezogen. Das Gras wird nochmal umgedreht. Ich muss das nochmal zeigen. Das sieht wirklich so cool aus. Also die Animation, die gefällt mir fast mit am besten von allem. Ja, was ich hier in dem Spiel bisher gesehen habe, richtig cool gemacht. Also das gefällt mir wirklich. Ich bin da sehr, sehr begeistert. Okay, gut. Das sind wir jetzt gleich fertig. Gewächshäuser habe ich gegossen. Wir werden jetzt noch ein paar Monate überspringen. Und dann geht's richtig los. Dann wird Heu gemacht. Dann geht's wieder los. Die ganzen Arbeitsschritte. Ja. Die ganzen Felder werden wieder abgemäht, abgeerntet. Wieder viel, viel zu tun. Aber ich denke, wir kommen dann schon langsam hin, damit wir unseren Kuhstall hier in Betrieb nehmen können. Da wollen wir natürlich noch ein bisschen was außenrum bauen, das ist ganz klar. So, und jetzt werde ich noch hier eine Fahrzeughalle hinbauen. Denn das geht ja gar nicht hier. Also das wirklich, hier steht alles kreuz und quer rum. Das feiere ich überhaupt nicht. So, hier haben wir einen Unterstand mit Rückwand. Ich denke, das passt so. Den bauen wir mal hier hin. Schauen uns mal das an. Ja, kann man noch ein bisschen Terraforming machen. Hier geht es so ein bisschen zu weit hoch. Aber ansonsten denke ich, passt das Ganze. Ich werde das gleich mal versuchen, hier ein bisschen anzugleichen. Habe hier eine kleine Welle noch, die bekomme ich nicht ganz raus. Wenn es nicht geht, dann muss ich einfach das Ding nochmal abreißen. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jupp, funktioniert. Jetzt können wir die ganzen Sachen hier aufräumen. Dann sieht es ein bisschen ordentlicher aus. Steht nicht mehr alles hier rum. Okay, wir sind soweit fertig. Jetzt werden wir noch ein paar Nächte überspringen, ein paar Monate. Und dann geht's los. Dann startet die neue Saison mit den Kühen. Ja, wir werden jetzt gleich dann ein bisschen Stroh machen, ein bisschen Heu machen. Werden uns wohl einen Mischwagen kaufen zum Futter machen. Gut, aber es wird mal übersprungen. Noch ein bisschen Geld gemacht. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das ganze Zeugs reif ist und wir in die neue Saison starten. So, wir haben wieder genug Kohle gemacht. Ich glaube fast 400.000. Schauen wir mal schnell hier rein, wie das Wachstum aussieht. Jupp, das sieht ganz gut aus. Die neue Saison startet. Noch kurz die Finanzen checken. Was haben wir so in den letzten Monaten verdient? Ja, 100.000 rum. Ist doch gar nicht so schlecht, oder? Für das, dass fast alles schon leer war in den Verarbeitungsbetrieben. Ui, ist das Ding schmutzig. Schaut mal hier. Gut, okay. Wir müssen uns jetzt zuerst mal einen Mischwagen brauchen wir, damit wir unser Gras und Heu zusammenmischen können. Brauchen wir so einen großen? Ja, versuchen wir es einfach mal mit dem, oder? Würde ich sagen. Und dann brauchen wir noch einen Traktor für den Hof, denn ich denke, ja, da, wobei, wartet mal. Also ich denke, wir können auf alle Fälle noch einen Traktor gebrauchen. Bin am Überlegen, eigentlich müssen wir ja keinen Riesentraktor kaufen, so ein mittelgroßer würde eigentlich schon reichen. Und zwar, welchen nehmen wir da? Ach, die sehen halt schon richtig fett aus, ja. Da möchte ich einen nehmen für den Hof. Den hole ich mir, den kaufen wir uns. Gut, mit dem können wir jetzt gleich den Mischwagen holen. Aber davor würde ich sagen, jo, wir starten in die Saison. Schaut mal, wir brauchen, glaube ich, Stroh. Das heißt, wir werden
Strohablage hier umschalten. Strohablage anschalten. Und jetzt passt mal auf, müsste der Bahnen hinten rauswerfen. Und die Cut, stopp. Das war das Falsche. Ausschalten. So. Schauen wir mal, ob es jetzt geht. Jetzt macht er hier Bahnen, die können wir dann zu Strohballen pressen. Und somit haben wir Stroh für unseren Stall. Sehr, sehr gut. Oh, schaut mal. Lass mal gucken hier. Haben wir hier jetzt Gras, Antireif. Gibt es hier kein Heu? Muss man das nochmal irgendwie drehen? Können wir das jetzt zusammenschieben? Ich habe keine Ahnung. Das jetzt einfach mal aus. Lassen wir mal den Helfer starten und sehen wir mal zu, wenn das alles zusammen ist. Ist das Gras? Ist immer noch Gras. Okay, das ist natürlich blöd. Oder ist es Heu? Ich weiß es nicht. Wir müssen es ausprobieren. Werden wir dann schon sehen. So, Baumwolle wird auch gleich wieder geerntet. Das Riesenfeld hier. Also die Felder sind wirklich, haben eine stattliche Größe mittlerweile. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Ja gut, wenn wir kein Heu haben, dann müssen wir halt erstmal mit Gras füttern die Kühe. Da kommt zwar nicht viel Milch dabei rum. Ja, und dann halt uns auch überlegen, was machen wir denn mit der Milch? Tja, das ist eine gute Frage, nicht? Ja, die Milch dann verarbeiten, da muss man einfach mal schlau machen. Da muss ich mal schauen, was man da überhaupt machen kann. Ich glaube, wir können sogar eine Molkerei bauen. Und die Erzeugnisse, die die Molkerei dann produziert, also ich glaube, das ist Butter. Ich schaue gleich mal nach, sobald ich hier ein bisschen die Gewächshäuser noch gieße. Einen Moment. Schauen wir mal schnell rein hier. Bei Gebäude, hier auf Produktionen und dann Fabriken und ich glaube, hier gibt es irgendwo eine Molkerei. Molkerei, schaut mal hier. Oh, hier kann man Milch natürlich abfüllen. Ah, die braucht Milch und Zucker und produziert Käse. Was, Schokolade? Und was ist das? Hä, weiße Schokolade? Ich weiß es nicht. Ja, und wenn wir diese Erzeugnisse dann haben, dann können wir natürlich weitergehen. Dann können wir sagen, okay, Müsli-Fabrik jetzt nicht, aber was gibt es denn hier? Einen Moment. Schau mal schnell zum Beispiel in die Bäckerei. Ja, da können wir Milch, da können wir Schokolade liefern. Und da brauchen wir aber noch Eier. Oh, da brauchen wir dann einen Hühnerstall. Oh Leute, es wird richtig cool. Also es geht weiter und es wird noch einiges kommen. Ich freue mich da richtig drauf. Dann kann man auch Verkaufsstationen bauen. Also hier, schaut mal, Fast Food Restaurant. Hier gibt es ja wirklich, das ist ja krass, Mann, was hier alles. Boah, ja Leute, es kommt noch viel, Wir werden auf alle Fälle zuerst die Molkerei bauen, sobald unser Kuhstall in Betrieb ist. Jetzt füllen wir hier noch die Gewächshäuser auf und dann zeige ich euch gleich mal das nächste, was wir hier machen. Schaut mal, hier auf dem Feld liegen schon einige Strohballen. Ja, ich habe angefangen, Strohballen zu machen. Ich switch gleich mal rüber, wenn der Tank hier leer ist, wieder aufgefüllt wird. Und dann zeige ich euch das auch. Das ist ja auch wieder was Neues. Ganz interessant. Stroh brauchen wir natürlich zum Einstreuen von unserem Kuhstall. Denke ich mal. Weiß nicht, ob die Kühe das fressen. Ich glaube weniger. Das ist wirklich Einstreu. Sauberkeit im Stall erhöht natürlich auch die Produktivität, in dem Fall von Milch. So, mach schnell den Anhänger leer und dann sehen wir uns gleich wieder auf dem Feld, wenn Strohballen gepresst werden. So, hier sind wir auf dem Feld. Das ist schon abgeerntet, da war ja Weizen drauf. Ich habe die Strohablage vom Drescher einfach so umgestellt, das habt ihr ja vorher gesehen, dass wir hier auch Lines bekommen. Und jetzt schalten wir das Ding mal an. Pickup senken und wir pressen Strohballen. Ja, das ist eine Menge Arbeit. Ja, das dauert sehr, sehr lange. Schaut mal, wie viele Lines wir haben, wo wir Ballen pressen müssen. Aber ich denke, die werden dann auch eine Weile reichen für den kleinen Kuhstall.
Kuhstall, den wir haben, oder die zwei. Und das müssen wir jetzt nicht in jeder Runde zum Glück machen. Können uns dann überlegen, ob wir beim Stall natürlich noch ein Lager hinbauen für die Ballen. Das machen wir aber später. Ich mache jetzt erstmal hier fertig. Ja, das nächste, was ich noch habe, ist, was machen wir mit dem Maisfeld? Da bin ich auch noch nicht so ganz klar. Ich denke, wir machen erstmal Maiskörner. Und die werde ich in unserem Bauernhof, wo wir haben, einfach einlagern. Wir haben da ja Silos gebaut. Vielleicht brauchen wir die später mal. Maishäckseln. Habe ich das Geld noch nicht dazu? Ja, da fällt noch ein bisschen was. Wir bauen da einen Maishäcksler. Und der ist ziemlich teuer. Also von dem her müssen wir da noch ein bisschen warten. Das klappt noch nicht so ganz. Das wird noch nicht funktionieren. Gut, eins nach dem anderen. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier auf die Milchproduktion. Ich habe das, unsere Wiese, die wir haben, das Feld, das habe ich jetzt nochmal abgemäht und das Gras verteilt, damit es trocknet und zu Heu wird. Mal sehen, wie lange das dauert. Vielleicht müssen wir es noch einmal wenden. Ich weiß es nicht. Da müssen wir nachher mal schauen, wie das Ganze läuft. Ich mache jetzt erstmal hier weiter. Rest noch ein paar Ballen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ladung Oliven wird abgeladen. Schaut mal hier. Ja, ist einfach cool aus. Die Maschine ist schon sehr, sehr cool. Ich feiere das. Jetzt habe ich noch ein paar Olivenbäume abzuernten. Das werde ich noch tun. Dann haben wir das Rapsfeld. Das ist auch gleich fertig. Werdet ihr gleich sehen, wenn ich hier um die Kurve fahre. Da fällt nicht mehr viel. Das wird auch schon angesät. Wieder mit Raps. Schaut mal hier. Jo, was haben wir noch zu tun? Das Maisfeld dann. Das ist eigentlich noch das Einzigste. Baumwolle habe ich gerade angesät. Muss jetzt alles noch gedüngt werden. Ist ja kein Problem. Oh, das Weizenfeld natürlich. Da machen wir ja noch das Stroh. Da muss ich noch ein bisschen ran. Ja, das gibt noch jede Menge Arbeit. Schaut mal hier. Ja, sieht ganz gut aus. Der Drescher ist noch ein bisschen voll. Ich fahre gleich den LKW ein bisschen vor, dass der noch ganz abladen kann. Hier wird schon fleißig angesät. Ja, läuft. Es wird gearbeitet. Ja, da geht was. Ich mache jetzt noch ein bisschen hier weiter. Und wenn wir soweit sind, dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann denke ich, werden wir mal die Kühe füttern und ein paar Kühe kaufen. Also bis gleich. So, hier sind wir an unserem Maisfeld. Und jetzt geht's los. Jetzt werden wir mal Maiskörner ernten. Ich weiß auch nicht, für was wir die brauchen. Vielleicht um Hühner zu füttern und Schweine. Wir mähen das Feld jetzt einfach ab. Schaut mal hier. Ah, das ist einfach cool gemacht, diese Animation. Es sieht schon wirklich, kommt sehr, sehr der Realität nah. Sieht doch sehr, sehr cool aus. Da packt es die ganzen Maisstängel. Ja. Und wir ernten jetzt Maiskörner. Sehr gut, es läuft. Ich mache jetzt mal den LKW noch ganz leer. Da ist noch ein bisschen Raps drin. Und dann werde ich ein paar Strohballen pressen. Oliven müssen wir noch abernten. Jo, dann sind wir schon wieder durch für diese Runde. Ja, ist trotzdem, ups, ist auch eine Menge Arbeit. Ja, also so eine Folge dauert 2 bis 3 Stunden Spielzeit. Ja, da, also lasst euch da nicht täuschen. Das funktioniert oder geht nicht alles ganz so schnell, wie ihr das immer seht. Weil ich ja auch ein bisschen cutte, ein bisschen ist gut. Aber es macht Spaß, es beruhigt dieses Spiel, da kann man abschalten, ein bisschen chillen und es tut mir ganz gut. Ich denke, tut euch auch ganz gut. Also wenn ihr Bock habt, holt euch das. Zockt Landwirtschaftssimulator, schaltet ein bisschen ab und genau das soll ja Zocken auch sein. Für mich ist es zumindest so. Natürlich soll es auch Spaß machen. Und also mir macht das Spiel Spaß, ja, viele lachen da immer drüber, ja, Landwirtschaft, aber hey, es bockt einfach, weil ich glaube, es ist chillig und wer will nicht, oder welcher Junge wollte nicht als Kind mal mit dem Traktor fahren, ja? Seid mal ganz ehrlich, ich denke, da sind wir alle dabei. Okay, gut, es geht weiter, es wird viel Traktor gefahren, viel LKW, viel was weiß ich, Drescher. Jetzt sollen wir die Oliven noch abernten. Ja, können wir auch machen. Ja, komm, dann ist das auch erledigt. Gut, wir müssen das erst aufklappen.
Auf X und dann geht's los hier. Ui, da fahrt das Ding wieder hoch. Okay, anschalten und let's go. Tempomat rein und laufen lassen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich soweit bin. Wenn diese Oliven abgeerntet sind und wir die Strohballen gepresst haben. Und ja, gibt auch viel zu tun. Bis später. So, hier kommt gerade die zweite Ladung Mais rein. Ja, ich denke, das reicht dann auf alle Fälle. Brauchen wir keine Körner mehr, bis wir Schweine haben. Das dauert noch ein bisschen. Ja, da muss ich davor noch eine Metzgerei unbedingt bauen. Ganz klar. Können wir natürlich auch Rinder züchten, die wir dann für die Fleischverarbeitung verwenden. Gleichzeitig Schweine. Also das möchte ich natürlich, das Fleisch selber verarbeiten auf meinem Hof. Ganz klar. Und dann weiter verkaufen. So, jetzt wird noch der Rest fertig gemacht. Strohballen werde ich keine mehr machen. Das reicht. Die muss ich gleich noch einsammeln. Dann müssen wir das Weizenfeld noch anpflanzen. Maisfeld. Den Rest noch abernten. Alles ansehen. Düngen. Und dann haben wir es endlich geschafft. Hier mit dieser Folge. Das war ja wirklich ein Kraftakt wieder. Es wird immer mehr und ja, es gibt immer mehr zu tun. Da müssen wir bald das teilen auf zwei Folgen, wenn es so weitergeht. Denn sonst muss ich ja, keine Ahnung, 5 Stunden spielen, bis wir da eine Folge zusammen haben. Gut, jetzt wird trotzdem wieder in die Hände gespuckt. Es wird weitergemacht. Es wird geackert auf dem Acker. Ja, so kann man das wirklich sagen. Wir sehen uns gleich wieder. Oh, das Maisfeld ist schon fertig. Schaut mal. Sehr, sehr gut. Können wir gleich anpflanzen lassen. Oh, da kommen wir schon dem Ende nahe. So, ich habe mir jetzt mal 2 Grasballen geschnappt und ich denke, da freuen sich meine Kühe, wenn ich sie ein bisschen was denn zum Fressen bringe. Können wir die hier abstellen? Geht das? Werden die angenommen? Sieht man das? Ah, ich sehe das überhaupt nicht hier. Nee. Okay. Das ist ein bisschen komisch. Sollte doch eigentlich funktionieren hier, oder? Doch ein Ballen ist reingekommen. Okay, den zweiten, den lassen wir einfach jetzt mal hier stehen, oder? Den wird es schon reinziehen, wenn man das braucht. Ja, ich kann das Gras so füttern, direkt. Okay, das ist besser, wenn nichts. So haben unsere Kühe wenigstens mal ein bisschen was zu essen, aber natürlich nicht optimal. Das heißt aber, wir müssen... Wir brauchen Ladewagen und müssen das Zeugs einfach lose einsammeln. So, in der nächsten Folge werden wir auf alle Fälle hier Fahrsilos bauen, ja, wo wir das Gras und so einlagern können, dass wir direkt vom Feld holen, damit wir hier das beste Futter anmischen können. Ja, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Es ist wirklich viel zu tun. Seid einfach mit dabei. Es wird wieder sehr, sehr spannend werden. Und ja, das mit den Kühen, das wird uns noch ein größeres Projekt, ja. Das dauert noch ein bisschen, bis wir die voll versorgt haben. Gut, macht nichts. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Der Zock ist raus. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.